Bullseye. Hallo und herzlich willkommen zurück zu Let's Play Realm of the Mad God. Mein Name ist Max, ihr seid hier bei Little Cookie Gamer. Wieder dabei unser kleiner heimlicher Hack namens Jerome. Und Johnny frisst, glaube ich, gerade Salzstangen und hat sich deswegen gemutet und kann nicht spielen. Ich weiß, oder vielleicht ist er auch weggegangen. Ich fange jetzt einfach an. Ich fülle jetzt diese Folge mit meinem eigenen sinnlosen Gebrabbel. Und der schönen Musik im Hintergrund natürlich, die mich auch nicht aggressiv macht. Ich weiß nicht, bringt das überhaupt was, wenn ich jetzt hier auf dem Weg bleibe oder kommen hier überhaupt keine Mobs? Ich laufe jetzt einfach ein bisschen hier. Oh, hier ist irgendwie wieder so ein Feld oder so eine Ruine oder so ein Scheiß. Keine Ahnung, ich töte einfach alles. So, hier ist wieder so ein Goblin Mage. Da unten ist so ein Drake. Den krall ich mir. Und eine Wasp Queen. Okay. Jetzt geht's los. Party hart und so. Aus dem Dunkeln. Na, oh, aus dem Dunkeln. Teleporte dich mal zu mir. Johnny, du kleiner Leech. Was habe ich heute zum Mittag gegessen? Fisch. Bratkartoffeln. Es interessiert keinen, was du zum Mittag gegessen hast, Johnny. Jerome hat gefragt. Ach gut. Ich habe heute gar nichts gegessen zum Mittag und auch nicht zum Frühstück. Und ich habe heute Abend habe ich Mozzarella Sticks und Camembert, also überbacken. Und was habe ich noch gegessen? Und Sushi. Alles zusammen. Voll der. Ja, Sushi ist mega geil, Mann. Ich bin heute schon um 10 Uhr aufgestanden, ja. Ich bin heute um 12:30 aufgestanden schon. Oh. Nee, ich bin sonst immer so um 4:30 aufgestanden. Eine Schatzkiste! Meine Schatzkiste, hab was da drin gefunden. Hab's wieder weggeworfen. Ja, ich wollte es nur haben. Meine Eltern stehen mal schon um 8 oder so auf und ich verpenne immer frühstücken. Muss mal alleine frühstücken. Du hörst dich irgendwie gerade komisch an, Johnny. Du bist so hallig. Ja, mein Mikrofon ist gerade auf den Boden gefallen. Vielleicht darum. Warum ist dein Mikrofon auf den Boden gefallen? Bist du eigentlich doof? Warte mal. Du bist leise. 6 Uhr abends oder 6 Uhr morgens? Also ich meinte jetzt um 6 Uhr morgens. Johnny! Was? Ja? Was zum Teufel? Was geht bei dir? Bei mir auch gerade so. Lol. Lol. So ein okay. Ich höre mich doppelt. Ich höre dich, Max. Hä? Ja. Sieht tot aus? Nee. Hey, lol. What? Sag mal leise. Mach nur mal auf Sound. Wahrscheinlich hat Jerome sich gerade entmutet. Warte. Leise und interessant. Wer... Lol, jetzt bin ich gestorben, wegen dir, Johnny, du. Wer ist der von uns leise? Johnny oder Max? Ich. Ja, du? Manjo! Achso, das war Jerome, der jetzt gerade hier gemutet hat. Ja, siehst du, sag ich doch. Bin ich denn hier gerade. Höre ich mich hier normal an? Oder ja, du, bei dir ist immer. Ist normal. Na, das ist natürlich schön. Welches Level warst du? Ich glaube 12 oder 13 oder... Was du jetzt bist, du bist jetzt Level 1. Halt die Fresse. Ich guck jetzt, was ich mal spielen könnte. Keine Ahnung, ich schalte mir jetzt, glaube ich, als nächstes einfach mal, weil ich es kann, die Huntress frei, weil ich jetzt einfach Bock habe, mit dem Archer zu spielen. Bitch. Ich weiß zwar nicht, was der kann so ein Superpfeil so Piu schießen. Okay, ich mag den doch nicht. Fünf in einen anderen. Nein, okay. Ich kann ja einfach mal so ein bisschen random, können wir alles ein bisschen durchspielen. Ist ja scheiße. Ich zu mir. Die Pfeile fliegen durch die Gegner durch, das finde ich irgendwie mega geil. Ich zu mir. Nein, da oben ist so ein Skorpion-Ding und außerdem bist du wahrscheinlich schon viel höher als ich. Tipul, du dich zu mir. Das sind zweitbesten Bogen, ich bin den erstbesten Bogen. Schenkst du mir den zweitbesten Bogen? Max, tippe ich mal zu mir. Irgendwie backt hier bei mir an der Seite so ein Scheiß. Ne, jetzt nicht mehr, okay. Max, tippe ich zu mir. Oh ja, warte. So,
CP zu machen. What? 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 Warum? Warum, also, Johnny? Warum? Das ist auch zu hoch für mich, ich bin fast tot. Fick dich, ich bin tot, ja. Ja, ich dachte, du fandest ihn doof. Ich wollte dir einfach nochmal den erleichtern, 9 zu nehmen. Da hättest du nicht auf Escape drücken müssen, das Spiel beenden. Hä? Ich hätte überhaupt nicht das Spiel beenden. Du hättest das Spiel beenden müssen. Nein, ich spiele jetzt weiter Archer. Archer ist toll. So. Ich hatte nämlich ich hatte gerade eben schon 9 Bogen gefunden. Was passiert, wenn ich jetzt meinen Bogen zerstöre? Lol, dann kann ich nicht mehr schießen. You do not have a weapon equipped. Okay, dann schon 5 Minuten. Stimmt, ich habe den Timer nicht gestellt. Ups. Doch, habe ich gemacht. In 10 Minuten ist die auch noch vorbei. Oh, ich werde hier verfolgt und ich bin fast schon wieder tot. Ich habe jetzt 6 Heiltränke aufgebraucht. Ich komme jetzt nicht zu dir. Komm du zu mir. Komm, ich mal zu mir. Bist du hässlich? Nein. Zum Glück bin ich da der Retter und kann dich beschützen. Ach so, auf welchem Level bist du denn? 10. Toll, ich war eben irgendwie höher. Ich weiß es aber nicht genau. Du hast eben Level 11. Och Gottchen. Was? Weil ich ein Bogenschütze bin und Bogenschütze müssen immer groß und auffällig sein. Wieso? Keine Ahnung. 6 Minuten. Ja, was muss ich rechnen? 15 minus 6. Alter. 9 Minuten. Dead Intelligenz. Naja. Ich bin Level 2, Schlampe. Ich hatte schnell eine Tasche da hinein gehen. Manu, hast du den Trank oder habe ich nicht? Ich glaube, ich habe den Trank. Yay, oh mein Gott, das ist so toll. So motivierend, hier wieder von vorne anzufangen. Und zu wissen, dass einfach alles, was wir gerade getan haben, egal ist. Mama. Ach ja. Der Rachekönig ist geboren. Der Johnny. Du hörst dich ziemlich weit weg an, Johnny. Achso, ja. Entschuldigung. Gerade stell das jetzt ein Auto. So. 7 Minuten. Ja, nee, Jerome, du musst uns jetzt nicht immer Bescheid sagen, wie lange wir schon aufnehmen. Tu das einfach lieber bei 15 Minuten. Ja, Johnny vergisst das sowieso. Wie ist das überhaupt nicht? So, ich wollte gerade per Skype gucken, wie laut ich bin. Wenn ich angegriffen werde, sag Bescheid. Wieso habe ich... Ich habe so, doch gerade den Ring eigentlich... Bin ich okay? Hörst du mich? Hörst du mich? Ja, ich höre dich immer noch. Bin ich zu laut? Bin ich übersteuert? Nein. Bist du dir sicher? Ja, aber du bist sowieso sonst ziemlich laut. Mach das wieder wie vorher, da war das besser. Boah, ey! Das ist aber Ansprüche. Und außerdem heilst du so, als wärst du ganz weit weg. Heile ich jetzt immer noch? Nein. Diesmal... egal. Warte, ich muss mein Mikrofon jetzt auch umstellen. Ich werde angegriffen, Max tötet den Mann. Nö. Leute, wir machen keinen einzigen Schaden. Du hast nur minus einen Schaden, das bemerke ich nicht. Oh, Johnny, du... egal. Ich rede jetzt einfach, während du redest. Man hört dich eh nicht mehr, du bist zu leise, man hört dich eh nicht. Also hörst du mich jetzt? Ja, ich höre dich. Alles gut. So, hörst du mich? Ja. Alles cool. Du bist aber irgendwie ein bisschen mongisch gerade. Mein Mikrofon ist vorbeifallen. Warum schmeißt du dein Mikrofon dann nach oben? Das gehört sich nicht. Ja, ich bin hängen geblieben. Ich glaube, ich mache das lange nicht so kaputt. Ich glaube, ich habe schon ein paar. Ich glaube, das ist schon kaputt. Wie oft hast du dein Mikrofon denn jetzt schon umgeschmissen? 10-mal. Dein Ernst? Ah, wie unfähig bist du denn? Immer so, denn dann kippt der irgendwie immer um, oder es fällt raus, oder es wird lose, und dann dreht sich das, und dann kippt mein Mikrofon einfach raus. Ach so. Ja, nö, bei mir, mein Mikrofon ist noch nie umgekippt. Was? Ja. Ich bin Cheater. Stimmt, ich soll es nochmal runterschmeißen. Ich hau mal gegen. Johnny... Ja, egal. Überall so Rauschen und Wackeln und schlecht verständlicher Johnny. Fuck, ich bin tot! Ich will nicht mehr! Näher ran, weiter weg. Lauter. Ja, so ist gut. So ist gut, so? Oh, scheiße. Boah, ey, die Aufnahme ist sowieso gleich vorbei. Mann!
reinblasen. Johnny, man, jetzt versteht man dich noch weniger, Alter, ganz ehrlich, du bist so unfähig. Ich hasse dich, ne? Ich hasse dich. Okay. Oh la la, ja, ich fand das gar nicht lustig. So, hörst du mich jetzt? Ja. Hörst du mich gut? Ja. Ja? Ja. Echt jetzt? Ja. Ich bin gerade auf automatische Einstellungen gegangen. Bei... Das ist so toll. Ich weiß. Wer ist der Beste? Ich bin der Beste. Wer ist der Beste? Ich bin der Beste. Wer ist der Beste? Ich bin der Beste. Ja. Max. Ja, Max ist ein Name. Max ist der Beste. Woo! Bitches. Max ist klein, grün und gelb wie ein Chinese. Hey, ich bin ein kleiner Hulk. Chinese. Ich bin kein Chinese, ich bin ein Hulk. Ich werde irgendwann mal wandern, bitte. Jerome ist der Beste. Warum liest du das vor? Weil die ganze Welt erfahren soll, was hier geschrieben wird. Ach so. Hey, lol. Macht man mit Priester relativ viel Schaden mit seinem Pew? Nee. Hä, weil ich töte hier auch so einen Schleim und ich töte irgendwie alles One-Hit, wo ich mit dem... Wer ist stärker, Superman oder Hulk? Also jetzt, ich würde Superman sagen, weil der macht am Laser und ist halt tot. Aber genau. Theoretisch, also ich finde halt cooler, als Superman sein Leggett und sein scheiß... Latexanzug. Ja, mit seiner Locke und seinem Latexanzug. Ich finde, wer ist denn überhaupt der geilste von Superhelden und so? Also nicht alle Superhelden haben eine Superkraft. Hey ja, Iron Man, Batman, die haben alle keine Superkräfte. Jetzt, dann müssten wir jetzt erstmal entscheiden, was ist geiler, DC ja, oder Superman Marvel. Ist, super ist, man ist nicht ganz fertig, wenn dieses... Ich habe Superman echt fast noch nie gesehen, muss ich zugeben. Nee. Hier mit diesem Stein da, von diesem Weltraum da. Als ich in England war, hier für 17 Tage, da waren wir im Kino und haben uns Man of Steel angeguckt auf Englisch. Apropos England, meine Schwester ist gerade in London. Toll, ich war auch für 4 Tage in London. War voll toll. Das ist schön, aber nicht zu Silvester. Hä, warst du mal, nee, okay, du warst noch nie in England. Aber du, wenn du mal nach England fährst, weshalb auch immer, dann geh auf jeden Fall mal zu Harrods. Das ist extrem geil. Was ist ein Harrods? Harrods ist ein Laden in London. Von Harry Potter? Nein, nicht von Harry Potter. Von Hagrid? Nein, auch nicht von Hagrid. Was gibt's denn da? Essen? Nein, es... Ja, auch. Es gibt da auch Essen. Es gibt da irgendwie alles und das ist ein arschteurer Laden. Ist das so ein Supermarkt? Da kannst du so Gucci-Handtaschen kaufen und sowas. Ich war da drin und... Ist das so ein Supermarkt? Was ist daran so toll? Keine Ahnung, das ist einfach... Da muss man einfach gewesen sein. So, was ist dein Lieblingsfilm hier? Frag Quatsch, warum, Max? Oh Gott, oh mein Gott, jetzt geht's los. Haben wir schon drüber geredet? Ja, ich glaube, da haben wir schon mal drüber geredet, aber... Also jetzt, ich sag jetzt mal einen einzigen Film, den ich so... Was für einen Film finde ich denn toll? Ich finde mehrere Filme geil. Also, am geilsten und so finde ich eigentlich, keine Ahnung, schwer. Herr der Ringe und so eigentlich. Ja, wenn ich mir zum Beispiel, Herr der Ringe habe ich jetzt mega oft gesehen. Ja, der wird langsam, ist ausgelaucht, weil wir den jetzt schon oft so oft geguckt haben. Ja, er geht zwar immer wieder, wenn du gerade noch so richtig Bock drauf hast. Ja. Aber es muss auch mal so ein richtig neuer Film geben, der sowas richtig geiles... Also ich sag jetzt mal, wir nehmen mal jetzt einen neueren Film. Und jetzt nicht der Hobbit, sondern irgendwas so anderes. Sowas, was so richtig geil ist, was du dir immer wieder angucken könntest. Was ich mir... Also ich fand ja ziemlich geil Pandora, aufgrund nach Pandora Avatar. Ja, genau, fand ich auch geil. Ich weiß gar nicht, glaubst du, da wird eine Fortsetzung gedreht? Ich habe da keine Ahnung von. Weiß ich nicht. Es könnte, also wenn jetzt eine Fortsetzung kommt, also entweder wird das Geile kaputt gemacht, also ja, sowas... Ja, ich glaube, wird kaputt gemacht. Ich glaube, da wird ja viel mit Liebe und so sein, so... Und dann wird das, und dann werden die sich wieder trennen, streiten, also weil der irgendwas macht. Ja, es interessiert mich nicht, was da drin vorkommt. Es wird auf jeden Fall nicht so geil sein wie der Vorgänger. Ja, glaube ich, das ist fast immer so. Das wird auf jeden Fall nicht... Lol, du bist ja auch hier drin. Ja, ich weiß. Ich bin hinterher gejoint. Das ist gar nichts. Noch eine Minute. Ja, mein Lieblingsfilm, sonst fand ich auch geil, John Carter zwischen den Welten. Den fand ich auch extrem geil, weil da passiert so viel. Kenn ich nicht. Ist mir auch egal, ob du den kennst. Ist egal. Und ich fand auch, wenn ich mal auf ein ganz anderes Genre jetzt zugreifen soll, fand ich, ziemlich beste Freunde fand ich auch geil. War das mit dem Schwarzen und dem Weißen? Ja. Der Schwarze im Rollstuhl? Nein, der Weiße im Rollstuhl. Das ist das Gleiche.
na ja, ich das ist auch Halbgott Percy Jackson. Percy Jackson war auch ein guter Film, der erste, den zweiten, den gibt's glaube ich noch gar nicht. Naja, nee, also wenn du das Buch kennst, aber du liest ja nicht, aber wenn du das Buch kennst, dann ist der Film scheiße. Verdammt, ich bin schon wieder gestorben. Verfickte Scheiße. Ach, ja. Die gute vom Paar, der erste Teil war gut, aber ich habe den zweiten Teil noch nicht gesehen und ganz viele sagen ja, der ist doof, ich kann mir das auch vorstellen, weil da soll jetzt viel so mit Liebe und so sein. So, da gab's ja, hast du gesehen, Max? Ich habe die, oder? Ich habe den ersten Teil gesehen und ich habe das erste und das zweite Buch gelesen. Ja, es ist ja so, dass am Anfang, ich weiß jetzt nicht, wie die Bücher sind, also die Bücher sollen ja um weit besser sein. Ich weiß jetzt nicht, ich kann das jetzt nicht so gut einschätzen. Ich ja, egal. Einfach doof. Weil wenn Bücher, wenn es ein gutes Buch ist, wird es auch wieder verfilmt. Ja, wir überziehen kurz ein bisschen. Ja, ich bin jetzt nämlich eh tot, deswegen wollte ich jetzt eigentlich beenden. Aber, ja. Hast du noch was Besonderes zu labern? Entschuldigung. Was los? Ich hatte gerade Lust, dass du schon gestorben bist. Fick dich. Ja, okay, dann würde ich aber jetzt noch sagen, wir beenden jetzt die Folge. Wir sagen, Filme sind toll, wenn sie toll sind. Die müssen eine tolle Story haben, müssen Action drin sein, es darf nicht zu viel Schnulze drin sein und es müssen Leute sterben. Es müssen besondere Hauptcharaktere sterben, sonst macht das nicht spannend. Ja, ich finde bei Harry Potter, finde ich, hätte nochmal so Hermine krepieren sollen. Das ist ja voll geil gewesen. Ich fand es ziemlich nice, dass Dumbledore gestorben ist, was ja immer lange, ich hätte alle überlebt. Am Ende stirbt ja auch noch hier George, der Bruder da und alles. Ja, und fand ich auch gut. Und Sirius Black. Ja. Ich dachte auch, ich finde Hermine hätte sterben sollen und Dobby hätte leben sollen. Dobby ist eh viel geiler. Wer braucht schon Hermine? Dobby ist viel besser. Ja, mit Dobby kann sich auch viel besser fortpflanzen. Ja. Ron und Dobby haben Geschlechtsverkehr. Nein, aber der kann auch viel besser. Der kann sich überall hin tippen, kann mit alles mit dem Schnips machen. Und der hat eine Socke. Er hat eine Socke. Ja. Und geile Turnschuhe. Okay, wir sind jetzt eigentlich Dobbys epischer. Aber Hermine hat Titten. Okay. Ist egal. Wir sehen uns in der nächsten Folge. Macht's gut. Dobby hat Turnschuhe.